Ist das ein starkes Verb? Oder ist das ein schwaches Verb? Oder ist das ein gemischtes Verb? Ist das überhaupt ein Verb? Learn German with Anja! Hallo alle zusammen! Heute sprechen wir über starke, schwache und gemischte Verben. Today we will talk about strong, weak and mixed verbs. Als erstes möchte ich sagen, dass diese Unterscheidung meiner Meinung nach nicht so wichtig ist. First of all, I want to say that this difference is not so important in my opinion. Manche Deutschlehrer würden sagen, das ist ganz wichtig. So some German teachers might say this is really important. Aber ich denke, dass es nicht so wichtig ist, dass du das weißt. Das ist meine ehrliche Meinung. This is my honest opinion, ja? Yeah? Oh, ja, das ist alles für heute. That's all for today. Du kannst jetzt gehen. You can leave now. No, I'm just kidding. But you can stay. I will explain to you the difference, okay? Es gibt auch verschiedene Definitionen dafür. There are different definitions for this. Maybe that's why you're also confused and you're coming to this video in the first place. But yeah, let me explain you. Ich werde es dir erklären. Los geht's. So, schwach, stark, gemischt. Also, es gibt als erstes das Schwache, die schwachen Verben, dann die starken Verben und die gemischten Verben. So, also bei den schwachen Verben endet das Simple Past, das Präteritum mit TE. The past participle ends with T, so das Partizip 2, und es gibt keinen Vokal, keine Änderung des Vokals. There is no vowel change. Zum Beispiel, spielen, spielte, gespielt. Wir haben immer zuerst den Infinitiv, spielen, dann spielte das Präteritum und gespielt das Partizip 2. You see, there is no vowel change and the Präteritum ends with TE and gespielt, the past participle ends with T. So, dann haben wir kaufen, kaufte, gekauft, same thing, to buy. Und sagen, sagte, gesagt, is to say. And by the way, spielen, you know, is to play. So, yeah, you see, it's they call this the weak verb because it doesn't change. And actually, these are the regular verbs. Die schwachen Verben sind die regelmäßigen Verben. Yeah? They follow this pattern. Ganz einfach, very easy. So, jetzt die starken Verben. Sie heißen starke Verben, weil sie sich stark verändern. They are called strong verbs because they change strongly. They change a lot. So, also wir haben das past participle ending in en. So, das Partizip 2 endet in en und es gibt einen Vokalwechsel. There is a vowel change. So here you see, gehen, ging, gegangen. Ja, to go. So, ging, the Präteritum, vowel change, and then there is another vowel change in the past participle as well, gegangen, and the gegangen ends with en. Then we have been singen, la la la, sang, gesungen, und sprechen, sprach, gesprochen, to speak. So, you see the pattern. So, jetzt, gemischt, die gemischten Verben sind ein Mix von den zwei. These are a mix of these two. So, you see here, they have the simple past ending in TE, that's like the weak verbs, die schwachen Verben, und the past participle ending in T, that's also like the weak verbs, die schwachen Verben. And then we have a vowel change, and that's from the strong verbs. The strong verbs change their vowel, and the mixed verbs do that as well. Okay, so und hier haben wir das Beispiel, bringen, brachte, gebracht. To bring something. You see, there is a vowel change. Ja, da ist ein Vokalwechsel. Aber es hat die Endungen von den schwachen Verben. It has the same endings as the weak verbs. Dann wissen, wusste, gewusst. To know. Und rennen, rannte, gerannt. Das Gleiche. So, ja, das ist die Erklärung. This is the explanation, which this is the most common explanation. There are also other explanations. Aber wie gesagt, ja, ich freue mich, dass du noch hier bist. I'm actually happy that you're still here, because, as I said, it's not that important. Ich denke, es ist nicht so wichtig. Es ist wichtiger, dass du weißt, ah, wie konjugiere ich spielen? How do I conjugate to play, for example? Im past participle ist gespielt. Ich habe
gespielt. It's important that you know that. Oder ich bin gegangen. I went or I have gone somewhere. Ich bin gegangen. So, this is important. Das ist wichtig, dass du das weißt. But you don't have to categorize them. Yeah? I actually think it adds an additional step in your brain to think about this. Yeah? Ich denke, das ist ein zusätzlicher Schritt für dein Gehirn, darüber nachzudenken. So I really think, look, if you have a verb, for example, and you want to say something in the past tense, then if you first think, ah, is this a weak verb or a strong verb or a mixed verb? Oh God, it's an additional step. No, we don't want that. We wanted to make it as easy as possible for you. So the best way is just to remember them. And I will talk about how to remember them in one of my next videos. Okay, so das ist in einem der nächsten Videos und dann werde ich euch erklären, wie du dir diese Verben am besten merken kannst. I will explain to you how to remember them the easiest way. So I won't give you any homework with this. The homework will be in the next videos where I will help you to remember the past participle, which is very important. But with stark, schwach and so on. If you need it, use it. If not, then don't use it. Tschüss!